Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch allen einen schönen Nikolaustag. Und zwar ist heute der 6. Dezember. Also das 6. Türchen für euch. Heute mit Let's Play Angry Birds Merry Christmas. Habt noch nicht reingeguckt. Ich habe einfach Nico gesagt, er soll mir eins raussuchen. Weil er vor dem PC war und ich nur mit dem Handy online konnte. Und dann, dachte ich mir, das kann ja ruhig er machen. Ich weiß jetzt natürlich hier nicht so ganz, was ich machen muss, aber ich glaube, das Prinzip sollte ja an sich von Angry Birds klar sein. Die fliegen nur nicht so hundertprozentig rot, wie ich das eigentlich will. Also diese Schweine. Diese Schweine. Gut, die zwei sind unten. Ich hoffe, ich muss nicht alle runterkriegen, sonst habe ich das nämlich verkackt. Und zwar extrem. Aber ich glaube schon. Level failed. Restart level. Okay. Aber ja. Naja, Angry Birds. Eben im Winterstyle. Wenn ich für jedes zwei Schüsse brauche, dann reicht das dann. Ich glaube nicht ganz. Ich sollte einmal einen Glückstreffer haben. Wenn ich einmal nichts treffe, dann... Ja, genau. Zum Beispiel so. Dann habe ich es auch schon ziemlich verkackt. Aber die Fall sind dafür hier zwei runtergefallen und da ist es nicht hin. Ja, das ist ja dann schon mal eine gute Nachricht. So, das war zu hoch, definitiv. Gut, jetzt muss ich die beide mit einem abräumen. Das war Fail, oh mein Gott. Weiß auch nicht, was ich hier durch die Gegend schieße. Ja, okay. Wir werden ja hoffentlich hier mal schon noch übers erste Level hinauskommen. Ja, toll. Sind da wieder drei da unten. Kann ich hier gleich irgendwie einen Restart machen? Ah, hier. Boom. Okay, nur einer. Oh mein Gott. Also, so weit geht's ja noch, aber wenn ich dann... Hä? Aber die fliegen ja auch irgendwie dann anders. Also normal bin ich das ja mit dem Touchpad auf meinem Handy gewöhnt, da geht das einfach einfacher. Aber ist natürlich, soll es hier keine Entschuldigung darstellen. Können da nicht mal beide runterfallen? Wo liegt denn da das Problem? Dam, da, dam. Ich hab's eigentlich schon wieder verkackt. Entweder bin ich zu schlecht und der Schwierigkeitsgrad ist mir zu hoch. Ich muss hier beide treffen. Ja, das ist auch falsch. Ich muss irgendwie genau zwischen die beiden. Dass ich beide treffen kann, oder ist das nicht möglich? Weil die Dinger, die zerplatzen nicht wie normal bei Angry Birds, wenn etwas auf sie drauf fällt. Sondern sie werden halt runtergeschmissen. Einmal. Oh, schade. Aber auch gut, dass er nicht da liegen geblieben ist. Dafür der. Ah, nein. Gut. Okay. Aber eins, ich sollte einmal mindestens, auch wenn ich alles treffe, einer muss... Okay, toll. Einmal muss beides runterfallen. Ja, doch, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja, aber es klappt nicht. okay. Wenn ich nur einmal nicht treffe, habe ich es schon verkackt. Oh, gut. Ich fange jetzt mal mit Absicht mit denen da unten an. Okay, schade. Ich hatte gehofft, dass das gut aussieht, aber... Nein, zu hoch. Stirb!
doch auch. Nein, nicht mal. Ja! Level failed. Level 2 machen. Aber wenn ich nicht mal 1 schaffe. Fliegt doch beide runter. Ich hoffe, ich habe nicht den Sinn des Spiels komplett falsch verstanden. Das wäre natürlich auch peinlich. Gut, jetzt hatte ich es mal geschafft, beide zu machen. Und dann habe ich irgendwie falsch gedrückt, oder wie? Oder war das jetzt wirklich nur ein Bird, den ich da... Wenn ich jetzt alles treffen würde, was unwahrscheinlich wäre, aber möglich, dann hätte ich eine Chance. Wieso ziele ich eigentlich so? Ja. Erst zu hoch, dann zu niedrig. Witzlos das Ganze. Ich glaube, ihr habt noch nie was gesehen, wahrscheinlich was so schlecht war. Und jetzt habe ich schon wieder. Oder wie? Hä? Einer. Zwei. Bam. Hä? Wieso fliegt der jetzt viel höher? Ich habe ihn genau so gespannt, oder? So, einen zum da oben noch abräumen. Ich weiß nicht mehr, wie ich spannen muss. Ich wollte gerade sagen, es sieht gut aus, aber... Nein, sieht es nicht. Sterbt. Ihr Schweinetypen. Ja, das war auch absolut fail. Kann die Schleuder hier auch noch nicht irgendwie noch mehr anspannen. Mehr wie angespannt geht dann eben nicht mehr irgendwann. Ja, mehr wieso geht nicht. Das war zu weit oben. Das war zu weit unten. Wenn ich jetzt natürlich, ich habe einfach Restart gedrückt, ohne zu gucken, beide runtergetroffen hätte, wäre es natürlich jetzt extrem peinlich. Aber ich glaube, wir kommen hier bei dem Spiel auf keinen gemeinsamen Nenner. Wie jetzt meine Mathelehrerin sagen würde. Und auch noch zu hoch. Ich glaube, ich kapituliere. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Mädels. Trotzdem, einen schönen Tag euch noch. Bis dann. Ciao.